Über Seehofer und Merkel ist ja schon alles gesagt worden, aber nicht von jedem. Schön, wenn es so wäre, leider falsch. Zu diesem Thema gibt es wohl doch noch ein paar Dinge zu erläutern und deshalb muss ich mich halt eben auch nochmal zu Wort melden. Fangen wir mal bei Merkel an. Sie hat gesagt, dass die Situation wie 2015 sich nicht wiederholen dürfte. Ja, gut, richtig. Aber ja, was hat sie da bislang gemacht? Also politisch gemacht. Also eigentlich nichts. Ich meine, vielleicht betet sie abends, dass sowas nicht passiert. Aber wirklich was getan als Bundeskanzlerin? Nee, hat sie nicht. Und man sollte sich auch nicht täuschen. So eine Situation wie 2015 kann sich jederzeit wiederholen. Zahlreiche Länder in Afrika und im Nahen Osten, da kann jederzeit ein Bürgerkrieg ausbrechen. Insbesondere dann, wenn diverse Leute so wieder so ein bisschen Regime-Change-Politik machen. Und dann stehen sie wieder da. Millionen von Migranten, die nach Europa wollen. Und wir stehen wieder genauso dumm da wie das letzte Mal. Ja, und dann ist der Seehofer gekommen und hat was gemacht. Also, bestimmt nicht, weil er so wirklich überzeugt war, aber so, dass er zumindest so ein bisschen passabel aus der Landtagswahl herauskommt. Gewinnen wird er die sowieso nicht mehr. CSU-absolute Mehrheit kann er vergessen. Wahrscheinlich reicht es nicht mal für eine Koalition mit der FDP. Und ganz klar, sofort haben die Leute gesagt, aha, da ist er schon wieder, springt als Tiger und landet als Bettvorleger. War aber nicht so. Haha, das staunt ihr, was? Ja, das staunt ihr. Der ist nämlich nicht mal als Tiger gesprungen. Also wie war das jetzt dazu mit dem Seehofer-Plan? An der Grenze hin und wieder mal kontrollieren und dann wollte ihr die Leute zurückschicken, die in einem anderen Land als Asylant registriert sind. Leute, das macht nicht mal 10% der Asylanten aus. Zu 90% betrifft das die Leute überhaupt nicht. Und bei einer Situation wie 2015, dann wäre das vielleicht 1%. Und die 10%, um die es aktuell geht, die müssten dann auch gerade über so einen Grenzübergang fahren, der zu den von Seehofer kontrollierten gehört. Und sie müssten es auch noch zu einer Zeit machen, in der gerade kontrolliert wird. Und wenn sie das hinbekommen haben, dann dürfen sie, wenn sie zurückgeschickt worden sind, auch nicht etwa es am nächsten Tag nochmal versuchen oder an einem anderen Grenzübergang oder vielleicht über die grünen Grenze. Denn wenn sie erst einmal im Land sind, ja, dann sind sie da und dann würde die ganze Seehofer-Zurückweisung ohnehin nicht funktionieren, weil dann könnten sie ja Rechtsmittel einlegen, Asylantrag stellen und so weiter und so fort. Der Mann ist also, wie schon gesagt, nicht als Tiger gesprungen, sondern das war ein reiner Rohrkrepierer. Jetzt habe ich zuerst einmal so gedacht, hey, das war ein schlauer Plan. Der Seehofer markiert den starken Mann und zur allgemeinen Volksberuhigung wird dann dieser auch noch zelebriert, dass der Plan sowieso in die Hose geht. Das sollte der breiten Masse, wenn überhaupt, vielleicht erst nach den Landtagswahlen auffallen. Tja, und dann, ja, dann ist das Schmierentheater erst richtig losgegangen. Ich habe mich gefragt, warum lässt man jetzt diesen Typen da mit seinem, ja, ich sag jetzt mal, wirklich schlechten Plan da nicht einfach so vor sich hinwursteln. Also ich hab darüber nachgedacht, ich habe darüber 3 Tage lang nachgedacht und ja, es ist eigentlich ganz einfach, ne? Ich habe, vielleicht auch die haben einfach die Rechnung ohne
der Empörungsindustrie gemacht. Einfach Leute an der Grenze abweisen, nur weil sie in diesem Land nichts zu suchen haben, also das geht doch nicht, das kann man doch nicht einfach machen. Und dann wurde natürlich darauf losfantasiert, vom Auseinanderbrechen Europas bis zu kilometerlangen Staus und dergleichen. Naja, also eigentlich hätte man ja nur hin und wieder mal so ein Auto rauswinken müssen, um die Insassen zu kontrollieren. Und die Polizei weiß ja eigentlich sehr genau, wen sie da mal rausholt. Also so kleiner Tipp, also so Kleinbus mit vielen Insassen, Hautfarbe eher schwarz. Das wäre also so ein heißer Tipp, ja, so den würde ich jetzt kontrollieren. Ja, aber das wäre natürlich Racial Profiling und ja, also professioneller Rassismus, das ist halt eben nicht erlaubt. Darum müssen halt eben Polizisten nicht nur solche Fahrzeuge rauswinken, sondern natürlich auch hin und wieder so einen Sonntagsfahrer mit Trachtenhut darin gehend überprüfen, ob er vielleicht auch so ein illegaler Immigrant ist. Lange Rede, langer Sinn. Für die SPD war es eine weitere Gelegenheit, sich als Gutmenschen zu profilieren und mittels eines Kompromiss den Blindgänger zu entschärfen. Also einfach an der Grenze zurückweisen. Nein, du kommst da nicht rein. Geht gar nicht. Neuer Plan, man lässt die Leute erst rein, bringt sie erstmal unter und erklärt ihnen dann, dass sie eigentlich hier nicht bleiben dürfen und schickt sie dann nach Hause. Die Leute dann einsperren geht natürlich auch nicht, um Gottes Willen. Lager in Deutschland, also Hilfe, nee. Nee, das, da kommen die Leute ja gleich auf Ideen. Also muss man den Insassen also durchaus es sind ja dann keine Insassen, also man muss dann den Leuten, denen man erklärt, dass sie hier eigentlich nicht bleiben können und nach Hause gehen, denen muss man dann also auch schon, ja, die muss man die Türe offen lassen, damit sie sich auch ein bisschen umschauen können und dann können die natürlich auch einen Rechtsanwalt hinzuziehen oder einfach abtauchen. Am besten beides. Am besten erst einmal Rechtsanwalt hinzuziehen. Der schreibt ein paar Widersprüche. Dann wird verhandelt. Dann darf doch ein Asylantrag gestellt werden. Dann werden soziale Härten und so weiter und so fort. Und ja, also falls dann doch, also wieder erwartens, doch dann der Schluss rauskommt, sie müssen gehen und dann werden sie vielleicht auch tatsächlich in ihr Heimatland oder irgendwo anders hingebracht und trotzdem halb so schlimm. Morgen ist er wieder da und zwar mit seinen 10 Cousins.